Hier ist wieder der Tess Michel von YouTube. Heute wollte ich euch mal Glühwürmchen im Glas vorstellen. Aber vorher gehen wir mal wieder zu Amazon. Hier haben wir die Glühwürmchen im Glas. Die kosten jetzt 18,90 Euro plus 4,90 Euro Versandkosten. Den Link zu dem Produkt poste ich im Textfeld unter dem Video. Klickt einfach drauf, kommt auf Amazon direkt hin. Und jetzt stelle ich euch die Glühwürmchen mal vor. Ja, und hier haben wir jetzt die Fireflies im Glas und die werde ich jetzt gleich mal zeigen. Ja, und das war drin gewesen. Das ist so ein Glas hier, ein bisschen so Verschnörkelung drauf und dann ist da so ein bisschen Grünzeug drin und dann hier sieht man noch so ein paar Plastikkäfer. Hier gibt es eine Bedienungsanleitung, das ist eigentlich nur wie man Batterien einsetzt und das Ding aktiviert. Mal nichts zum Schrauben, hat mich gefreut, ihr macht das hier einfach auf. Dann kommen hier gleich die Batterien rein und dann schalten wir das mal an. So, ich habe mal Akkus eingelegt. Zeig noch gerade was, das kann man abnehmen. Und hier seht ihr jetzt diese Käfer und am Ende haben die ja die LEDs am Ende vom Schwanz. Schalte ich das mal ein. Dann kommt der Deckel wieder drauf. Und dann werden wir uns das Ganze jetzt mal im Dunkeln anschauen. Ja, und im Dunkeln sieht das dann so aus. Die Käfer blinken ab und zu. Dann hat man so einen kleinen Lichtwechsel. Ich hätte es von dem Lichtspiel her anders gemacht. Und zwar hätte ich lieber so ein leichtes Dimmen genommen, was so pulsiert, so ein Licht, das sähe vielleicht noch besser aus. Weil in der Natura fliegen die Glühwürmchen ja nicht mit so einem Blinklicht durch die Gegend, gell? Ja, und so sieht das dann halt von Weitem aus. Ich bin gerade bei mir im Garten, da ist wenigstens schön dunkel. Und ja, da leuchten jetzt die Würmlein und blinken lustig vor sich hin. Jetzt will ich schon was ausprobieren. Angeblich soll die so einen Sensor drin haben, dass sie sich nach ca. 10 Minuten ausschaltet und durch Schütteln wieder aktiviert. Probiere ich jetzt mal aus, angeschaltet. Wir drücken auf die Stoppuhr und werden das jetzt mal so laufen lassen. Die Lichter sind ausgegangen, habe ich gar nicht gemerkt. Kann sein, dass es so nach 7 Minuten gewesen ist. Jetzt probiere ich mal aus mit dem Schüttel. Ah, wie ihr seht, einmal so angehoben und schon gehen die Lichter wieder an. Ja, coole Sache. Also hat er doch so eine Abschaltautomatik drin. Ist also ideale Licht für kleine Kinder zum Einschlafen zum Beispiel zu benutzen. Ja, jetzt habe ich euch die Glühwürmchen im Glas auch mal gezeigt. Ist okay für mal, ich sag mal, einen Garten zu stellen bei einer Grillparty. Ich hätte aber ein paar Sachen verändert und zwar hätte ich hier diese Schnörkeleien am Glas weggelassen, weil dann erkennt man die Käfer auch besser, beziehungsweise ich hätte so ein leichtes Klimmen eingebaut. Ja, wer Interesse daran hat, den Link zu dem Produkt poste ich im Text unter dem Video. Klickt da drauf, kommt ihr direkt hin. Das war wieder der Test Michel von YouTube. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Video.